Weil ich ja gerade eh viel über illegale Migration berichte oder wie es Scholz und Groß so schön ausdrücken, Zuwanderung oder benötigte Fachkräfte oder humanitäre Hilfeleistung. Tja, das, was in der spanischen Exklave Ceuta gerade abgeht, ich blende euch hier oben die Bilder ein. Das ist die Ist-Situation in Europa. Und wir wissen alle, dass diese Menschen eben keinen Halt machen und am liebsten nach Deutschland wollen. Weil Pull-Faktoren, Bürgergeld und andere Sozialleistungen und vor allem offene Grenzen, wir laden sie förmlich ein. Versteht ihr, was ich meine? Und selbst wenn man schöne Worte finden will, es gibt eigentlich nur einen Ausdruck dafür und das nennt sich Invasion. Oder wie seht ihr das? Das Schlimme ist, und ich weiß, wovon ich rede, denn ich betreibe diesen YouTube-Kanal schon seit mehreren Jahren, genau solche Themen, die werden zensiert, die werden gedrosselt, die werden unterdrückt, weil man eben genau diese Bilder eben dem Tagesschau-Michelsternchen in nicht zeigen will. Denn wie willst du das erklären? Mit Fachkräften? Nein, das ist eine Agenda, die da dahinter steckt und dass es hier um Zuwanderung geht oder um Fachkräfte oder dass man damit dem Fachkräftemangel entgegenwirken kann. Sorry bei aller Liebe, der tut mir einfach nur leid. Das ist eine milliardenschwere Business-Sache, das sind Schleuser, die dahinter stecken und es ist einfach nur illegal und alles andere als humanitär. Ihr kennt meinen Leitsatz, selbst Flüchtlinge haten diese Flüchtlingspolitik, weil wir kriegen es nicht mehr gebacken. Und je länger diese Verantwortlichen an der Macht sind, je länger diese Regierung eben das zulässt, tja, desto mehr wird dieses Europa so, dass wir eigentlich gar keine Lust mehr drauf haben. Und wir hatten mal ein schönes Europa. Und wir brauchen nicht halb Afrika hier. Da gibt es ja so einen schönen Leitsatz. Wer halb Kalkutta aufnimmt, der hilft nicht Kalkutta. Der wird selbst zu Kalkutta. So ungefähr. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich finde es wirklich erschreckend, was hier abgeht. Und dass es so wenige immer noch begreifen, dass dahinter wirklich eine Agenda steckt. Klären wir sie auf. Verbreitet dieses Video, wenn ihr es denn seht. Denn es wird sicherlich wieder gedrosselt. Wir müssen wirklich laut werden, denn sonst, oh mein Gott, sehe ich schwarz und zwar im wahrsten Sinne. Oh mein Gott, war das jetzt rassistisch? Mir mittlerweile egal, denn anders kannst du es nicht mehr ausdrücken. Kommt hier vorbei für alternative News. Haut rein.